Oh nein, oh nein. Im Hintergrund läuft Musik. Ja, und die laden hier einen YouTuber ein. Wie soll ich denn jetzt arbeiten können? Das geht natürlich nicht. Wir sind eine Bewegung im Netz und eben auch hier vor Ort. Und die Bewegung wird immer größer. Vielen Dank. Die drei. Zoe, Zoe, Zoe. Genug E-Autos für alle. So, ich habe hier ein paar Kollegen. Ja, ich wurde zwar vorhin nicht als Presse, ich bin ja auch irgendwie ein freier Journalist. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Morgen. Ich fahre nicht in meiner eigenen Zoe, sondern in der Zoe meiner Eltern. Da meine Zoe ja, wie ihr gesehen habt, abgeschleppt wurde. Mein Bruder hinter der Kamera darf hier übrigens heute eine Klausur schreiben. Ganz, ganz witzig. Und ja, wo fahre ich heute hin? Ich fahre heute zu einer Eröffnung eines E-Car-Sharings in der Nähe von Flensburg. Jetzt kurz noch mal aufgeladen in Flensburg und es geht weiter nach Medeby. Kennt ihr das Motto? Teilen, das Neue haben. Das ist heute angesagt. Ja, da stehen schon mal ein paar Säulen. Oh, hier sind hinter ein paar Säulen. Das wollen wir auch nicht. Oh nein, oh nein. Im Hintergrund läuft Musik. Ja, und die laden hier einen YouTuber ein. Wie soll ich denn jetzt arbeiten können? Das geht natürlich nicht. Die Sache an dem Witz ist, hier ist eine Tankstelle und da vorne ist ein E-Auto-Event. Hier prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Das mag ich. Die drei. Zoe, Zoe, Zoe. Genug E-Autos für alle. Und hier werden natürlich auch Probefahrten angeboten. Und hier steht auch ein schönes Model X. Also die scheinen hier ganz gut elektrisch unterwegs zu sein. Kurz zu meiner Person, ich bin Bandik Jürs, bin YouTuber seit einigen Monaten und ich habe damals angefangen, meine Twizy Europa Tour ins Netz zu stellen. Da bin ich mit einem kleinen Renault Twizy, also reichweitentechnisch bei 60 bis 80 Kilometern, durch Europa gefahren, habe dabei 6.500 Kilometer zurückgelegt und die Ladedauer lag bei dem Fahrzeug bei 3 Stunden. Mir ging es darum, natürlich zu beweisen, ey, dieses Thema Reichweite, das hängt mir irgendwann zum Hals raus. Ich bin davor schon Elektroauto gefahren und ich zeige euch mal, dass das mit so einem Fahrzeug auch geht. Und auf der anderen Seite natürlich auch Europa einfach kennenzulernen, weil welche Möglichkeit habe ich, was geht besser als mit einem E-Auto, welches man alle 70 Kilometer laden muss, bei fremden Menschen, an fremden Haustüren klopfen und so weiter. Wie kann man Europa noch besser kennenlernen? Und da bin ich bis nach Madrid gefahren, in die Nähe von Madrid, und habe dabei in 6,5 Wochen 6.500 Kilometer zurückgelegt und habe vor Ort die Menschen einfach von dem Thema E-Mobilität überzeugt, weil viele kannten das Thema gar nicht. Ja, also wenn ich da in der spanischen Wildnis war, da kannte E-Mobilität, das war ein Fremdwort. Und dann zu zeigen, dass ich hier nur eine kleine Steckdose brauche, um dann wieder meine 70 Kilometer zu fahren. Und dass der Mensch mir vor Ort dabei hilft, die 6.500 insgesamt zu fahren. Das war meine Mission, die ist super angekommen und hat, glaube ich, vor Ort sehr viel auch bewegt, auch in den Köpfen. Und Wandel gestalten, das fängt eben im Kopf an, auch mit dem Ausprobieren. Ich danke, dass ihr hier alle zusammengekommen seid. Mich freut das riesig. Wie gesagt, wir sind eine Bewegung im Netz und eben auch hier vor Ort. Und die Bewegung wird immer größer. Vielen Dank. Ich habe jetzt keine Elektroautofahrer, aber baldiger Elektroautofahrer. Also wann hast du, wir können uns duzen, oder? Ja, wir können uns duzen. Ja. Mhm. Wann hast du deinen E-Golf bestellt? Den habe ich im Dezember bestellt. Im Dezember bestellt? Ja, genau. Und bekommen wahrscheinlich August, September bekomme ich den jetzt. Ich hatte gerade schon gefragt, ihr seid denn jetzt E-Auto oder beziehungsweise autolos? Anscheinend nicht. Nee, nein. Warum denn? Warum soll es ein Stromer sein? Ja, weil man, nein, ich glaube, ich bin EEG-Stromproduzent und möchte auch elektrisch Auto fahren. Mich reizt das Thema einfach. Ja, weil die Vergütung ja nicht mehr so ausreizt und deswegen. Ja, gut, das spielt im Moment ja noch keine Rolle, weil im Grunde genommen bleibt ja alles gleich. Mhm. Aber an sich hier die Elektromobilität, das interessiert mich einfach. Mhm. Das ist einfach, finde ich total spannend, im wahrsten Sinne des Wortes.
Deswegen mache ich das. Ja, ja. Wo kam so der erste Kontakt mit der E-Mobilität? Wann hast du dir gesagt, ich will auch mal elektrisch fahren? Oder nein, wie hat das angefangen? Interessiert war ich schon dabei. Okay. Also seit es das gibt eigentlich. Aber dann richtig angefixt bei der ersten Fahrt? Oder? Ja. Ich habe mal so ein i3 auf Probe gehabt, 5 Tage lang. Und das hat richtig Spaß gemacht. Sehr schön. Das war überzeugend. Ja. Okay, wo jetzt für den Zuschauer, warum hast du dich jetzt gegen zum Beispiel einen Renault Zoe oder gegen den i3 entschieden und für den Golf? Ja, also eigentlich hat das so ein bisschen mit der Umweltprämie von VW zu tun. Aha, okay. So, und ich habe einen alten VW Diesel und den kann ich jetzt da versilbern. Das ist eigentlich der Grund, warum ich bei VW gelandet bin. Ja, okay. War das beste Angebot. Deswegen, natürlich der Zoe ist eigentlich von der Reichweite her besser. Ja, genau, was wollte ich gerade fragen? Was hat er jetzt für eine Reichweite? Also, VW sagt theoretisch 300, praktisch vielleicht 200. Wie groß ist der Akku? Ich glaube 32 oder 35. 32 oder 35? Ja, da werden 300, aber. Ja, das wird sehr knapp. Also nach dieser Norm da. Ne? Ja. Aber ich denke, also eben unter 200 werden wir auch hinkriegen. Ja. Das ist eigentlich so, wenn man so sein eigenes Fahrverhalten mal so drüber nachdenkt, reicht das immer aus. Also zu 90-95% reicht es aus. Ja, das ist, was wir auch immer alle sagen. Aber wenn man natürlich nur ein Auto zur Verfügung hat, dann ist das schon mal ärgerlich. Genau, ne? Das ist, wenn man sowieso mehrere Autos hat, dann ist der Schritt ja auch ein bisschen leichter. Genau, richtig. Das ist, also, man muss nicht, man kann. Und man wird aber dann das E-Auto nehmen. Auf jeden Fall, wenn der Radius dann ausreicht. Ja. Was spannend ist, ich glaube, viele schreckt das aber tatsächlich noch ab, dich jetzt in dem Fall jetzt nicht, aber dass viele so lange auf E-Auto warten müssen, das hat ja schon Nährfaktor. Also ich zum Beispiel könnte mir das gar nicht erlauben. Es ist ja eigentlich auch, E-Autofahren ist heute ja noch nicht wirtschaftlich in irgendeiner Form. Ist ja nicht günstiger oder sonst was. Gut, wenn du jetzt mit Anschaffung und allem drum und dran gerechnet, ist es ja zu teuer eigentlich im Verhältnis zum Verbrenner. Also der Strom ist zu teuer. Ja, der Strom und auch die Anschaffung des Autos ist zu teuer. Das Auto ist ja einfach zu teuer. Richtig, genau. Aber im Unterhalt natürlich, laufende Kosten sind insgesamt geringer. Ja. Aber wenn du sagst, du produzierst deinen eigenen Strom, das heißt, du würdest den ja dann auch ins Auto laden. Wie sieht das aus? Hast du eine Photovoltaikanlage oder was? Biogas. Und Photovoltaik, ja. Biogas. Wir haben hier einige hier auch noch einen Biogasanlagenbetreiber. Christian, den kennt ihr auch aus dem Video Spragewöhl, also bekannte Gesichter. Ah, okay. Ja, das wundert mich ja auch allgemein. Wir haben auf Nordstrand haben wir 3 Biogasanlagen. Davon fährt keiner, also seinen eigenen Strom. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir wollen ja auch in der Landwirtschaft sehen, dass wir mit unseren selbst erzeugten, ob das nun Strom, Gas oder etwas anderes ist, selber mitfahren. Wir haben uns ja beworben für den Elektrofend. Und nun habe ich gerade gelesen in der Zeitung, es gibt auch schon einen elektrischen Futtermischwagen, weil der wird auch nur ein paar Stunden am Tag benutzt. Pass auf, geht jetzt auch in der Landwirtschaft los. Und mein Ziel ist es, dass wir in 10 Jahren alle Dieselträger weg haben. Vielleicht schaffen wir es auch früher, aber das muss ja realistisch sein. Dann sind die Dinge auch aufgeschlissen und dann müssen wir einmal neu dabei. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch den ersten Elektrofend bekommen. Meinst du, das geht so schnell? Ja, das geht so schnell, weil wir uns dafür beworben haben. Und ich habe schon mit Fendt gesprochen, der kommt Mitte des Jahres wahrscheinlich raus. Okay. Und ich hoffe, dass wir da gute Chancen haben, den zu bekommen. Sehr schön. Ja, also falls ihr da bin ich übrigens auch interessiert, E-Mobilität in der Luft, im Wasser und eben auf dem Land. Und dazu auf dem Acker, finde ich total spannend. Mein Onkel ist ja auch Landwirt, also falls ihr mal ein Video sehen wollt, ich würde das auch, wenn ihr das nicht wollt, ich fahre da sowieso hin. Ich würde den gerne mal sehen und Probe fahren. Genau, der geht richtig ab, habe ich gehört. 0 auf 30 in. Das weiß ich noch nicht, das müssen wir ausprobieren. Das soll man nicht unterschätzen, der Tesla-Truck, der beschleunigt von 0 auf 100 in 5 Sekunden oder 6 Sekunden. Ja, und das ist 40 Tonnen, da muss die Ladung gut gesichert sein. Ja. Hauke, wenn ich dich hier jetzt gerade so sehe, ne? Oh. Wenn ich dich jetzt gerade so stehen sehe. Wie fandst du das in dem Klicksbüll-Video, dass ich da das Wappen gezeigt habe? Ei. Ja, vielen Dank, dass du mich darauf ansprichst. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt vor laufender Kamera passiert. Ja, das mit dem Wappen, das weiß ja vielleicht der eine oder andere. Wappen zu frisieren ist eine nicht so ganz unproblematische Sache, weil man kann es wohl rechtlich verfolgen und dann gibt es Konsequenzen daraus. Aber die Kreation, die wir da gemacht haben,
mit unserem Wappen, die ist halt so toll, dass wir keine Korrektur und nicht an dieser Kreation herumkratzen wollen, ja, damit man dann den Blitz vom Strom auf unserem Wappen nicht mehr sehen kann. Somit, ich bin da tolerant. Lass mal gut sein, wie es ist. Würde ich auch sagen, also ja. Kreativität muss belohnt werden und deswegen habe ich es drin gelassen. Ja, super, finde ich gut. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Also das sind hier all die Leute vom E-Carsharing, die ich schon alle mal interviewt habe. Lange Videos sind da entstanden. Ja, und finde ich toll, dass man sich immer mal wieder trifft bei ja. verschiedenen Veranstaltungen und sich auch jedes Mal wieder erkennt. Also hinter uns seht ihr jetzt ein Fahrzeug, der insgesamt zwei Fahrzeuge, die hier als Dubsmobil im E-Carsharing fahren. Hinter uns ist noch ein Fahrzeug und die fahren jetzt alle wie wild Probefahrten, weil es viele Menschen gibt, die noch gar kein E-Auto gefahren sind und jetzt hier die Möglichkeit haben, das Ganze mal auszuprobieren. Hier vorne steht auch von Nordgrün ein schönes Model X. Genau, hier stehen schon einige E-Fahrzeuge und Nordgrün setzt auch wirklich auf eine fast vollständige EK-Flotte. Das heißt, es sind hier Hybriden, aber überwiegend eben auch E-Fahrzeuge. Und das ist hier das Dubsmobil und da werde ich gleich nochmal den Torge Wendt, den Geschäftsführer von Nordgrün, zu interviewen zu der ganzen Initiative hier vor Ort. Warum wird das Ganze denn eigentlich initiiert? Wer ist dabei? Und was ist das Ziel mit der Initiative? Und ich denke mal, da fahre ich gleich noch mal eine Runde. Den Zoe kenne ich zwar schon, den kennt ihr auch alle, aber das ist hier übrigens eine große Zoe mit einer Anhängerkupplung. Video dazu kommt auch noch mal. Das ist ein heißes Thema und sehr interessant. So, ich habe hier ein paar Kollegen. Ja, ich wurde zwar vorhin nicht als Presse, ich bin ja auch irgendwie ein freier Journalist, aber hier ist auf jeden Fall ein sehr starkes Aufgebot an Journalisten, Reportern, Fotografen. Fotografen, die nicht reden wollen. Spaß. Also ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen zu Torge Wendt, das ist der Geschäftsführer von Nordgrün. Und wie hat das Ganze angefangen und was hast du eigentlich mit diesem Thema Dirpsmobil, mit dem E-Carsharing hier zu tun? Ja, also angefangen hat das Ganze in Kicksville mit Werner Schweitzer. Ja. Und Werner und Nordgrün oder ich, wir kennen schon sehr lange. Wir haben klar in Kicksville schon viele Windmühlen, aber auch Biogas und PV natürlich auch. Und so haben wir uns kennengelernt vor längerer Zeit schon. Und irgendwann hat er gedacht, Mensch, ich mache hier in Kicksville ein Dirpsmobil auf. Und ich finde das ganz spannend. Und aus der Ferne haben wir immer ein bisschen drauf geschaut. Mensch, wie läuft es denn? Was macht ihr da? Und wie geht das voran? Macht das Sinn? Und ich fand es auf jeden Fall beeindruckend und gut. Und habe irgendwann gesagt, pass auf, Werner, wir machen das so, dass wir deine Idee weiter raustragen. Mhm. Wir bringen das nach Medelbü. Und so haben wir letztes Jahr im Sommer ungefähr, bei einem öffentlichen Termin hier bei uns im Dörfspielkrug haben wir uns vorgestellt, das Nordgrün erstmal, weil wir sind ja seit zwei Jahren jetzt hier auch in Medelbü, nachdem wir 2012 in Niebüll quasi gestartet sind mit unserer Company. Und haben uns hier vorgestellt, wollten wir uns sagen, wer sind wir eigentlich hier, wir sind mitten im Dorf, haben unsere ganzen auffälligen Autos, die immer vor der Tür stehen und wollten mal sagen, wer wir überhaupt sind. Und da haben wir am Ende des Termins haben wir Christian eingeladen, Christian, der jetzt auch gerade losgefahren ist aus Sparkebüll, Christian Andresen, von Solar Andresen. Und der hat es auch in Sparkebüll das Thema gestartet und so haben wir gesagt, pass auf Christian, zum Schluss ist dein Part mit dem Thema E-Mobilität. Und dann haben wir damit verkündet, dass wir das Thema jetzt hier auch bei uns im Dorf starten wollen. Und da war dann war der Geschäftsführer vom Windpark mit dabei. Das war der Thomas Jessen, der vorhin ja auch kurz gesprochen hat. Und der kam zwei Tage später zu mir und sagte, Torge, weißt du was? Ich habe bei uns hier mit unseren Kommunitisten gesprochen. Wir hatten eine Kommunitistenversammlung oder Gesellschafterversammlung. Und die haben damit beschlossen, dass wir das Ganze mit unterstützen wollen. Wir haben gesagt, super, dann machen wir es zusammen. Und so sieht man jetzt auf den ganzen Fahrzeugen quasi mit Unterstützung von Nordgrün und dem Bürgerwindpark Medelbü. Insofern quasi wirklich ein Projekt von Hunderten von Bürgern aus der Region hier, die das Ganze gemeinsam gestartet hat und jetzt dementsprechend den eigenen Strom auf die Straße bringt und die nicht mehr vielleicht in zu volle Netze oder exportiert und dafür noch Öl oder was auch immer durch den Auspuff jagt. Ja, da seht ihr mal, wie wirklich die Immobilität hier Leute zusammenbringt und das ist wirklich ein Miteinander, hier kann man schon sagen. Und gerade beim Sharing geht es ja auch darum, das Auto zu teilen. Und Torge, was würdest du denn sagen, jetzt, wenn jetzt hier einer zuschaut, der findet das Projekt ganz interessant und so weiter, wie kann der das Ganze bei sich umsetzen, theoretisch im Verein oder mit anderen Leuten? Wie geht das? Also wir haben es hier bei uns im Verein umgesetzt. Das heißt, wir haben einen Verein gegründet, haben bei uns einfach mal ein paar Runden zusammengetragen. Wir haben so eine Interessensgemeinschaft der Selbstständigen bei uns hier im Kirchspiel.
wo wir einfach mal vorgeschlagen haben, das Ganze auch dort aufzuhängen. Oder die Idee kam, glaube ich, sogar von Willi Bossen, der heute Vereinsvorsitz hat. Das fand ich richtig gut. Man braucht halt natürlich jemanden, der auch die Initiative halt dann weiterträgt und auch dann steuert. Wir haben, nachdem wir den Verein gegründet haben, haben wir angefangen mit ganz vielen kleinen Detailfragen. Wo stellen wir die Fahrzeuge hin? Wir haben uns dafür entschieden, es sollte irgendwo zentral sein, dass die Bürger leicht hinkommen können, mhm, und auch direkt die Nutzung halt, das ist einfach sich verselbstständigt. Also hier ist direkt beim Edeka-Markt, das heißt, wir haben mit dem Edeka-Markt gesprochen oder mit der Gemeinschaft, denen dieser Platz hier gehört, ob wir hier einen eigenen Parkplatz nochmal dazustellen dürfen. Mhm. Also haben wir eine weitere Parklücke hier vorne gebaut, wo wir unsere Zoes hinstellen können. Wir haben dann mit Ladestationen, mhm, die haben wir gleich dazugestellt. Mhm. Wir haben mit der SH Netz gesprochen, wegen Netzanschlüssen, wo laufen hier die Trassen, um zu gucken, wo macht das Sinn, hier auch eine Ladestation, mhm, aufzubauen. So wurde auch dieser Platz, den wir uns schon ausgesucht hatten, auch bestätigt, dass das super ist, weil das Netz von der SNET direkt da vorne neben dem Parkplatz weiterläuft. Mhm. So brauchen wir nur eine kleine Trasse hier rüberziehen, einen kleinen Strang. Dann haben wir mit dem Tiefbauer gesprochen, dass wir die Parklücke bauen. Dann wurde das Ding hier aufgestellt von Elektro Obernauer. Also auch alles, ja, Firmen aus der Region, ja, die zusammengekommen, ja, sind, um das Ganze, ja, genau, nachher zu realisieren. Ja. Ja, und die Fahrzeuge kamen dann über vom Mobile Stefan Wiese, der ja gut bekannt, oder? Ja, also die Leute wirklich, das habe ich schon gesagt, ich bin hier ein Botschafter eigentlich von Nordfriesland, weil ich habe auf dem Kanal habe ich schon Leute, Videos mit Stefan Wiese, mit Elektro Obernauer. Ja, also die Leute sind alle da mit dem Sprakeböll, Carsharing, Klicksböll, Werner Schweizer. Und das ist schön. Also wir kommen, ja, wirklich alle zusammen. Das ist eine Gemeinschaft. Also die Akteure haben ähnlich gelagerte Ziele. Mhm. Und wir wollen Mehrwerte in die Region bringen, wir wollen Akzeptanz reinbringen. Und wir sehen einfach, dass wir eine Riesenchance haben mit der Energiewende. Zum einen auch unsere, ich meine, gesundheitliche Themen, ja, wenn man, mhm, schaut, wie viel Feinstaub so ein Fahrzeug über die Straße rausfeuert mit seinem Diesel und mit, ja, Benzin, vollkommen wurscht, was wir alle schon gepflegt durchfiltern, wenn wir das wegkriegen und wir nur noch mit E-Fahrzeugen über die Straße fahren und mit unserem eigenen Strom aus der Region, davon haben wir genug hier, ja, dann macht das einfach nur Sinn. Ja. So, alles andere ist einfach sinnbefreit. Mhm. So. Und man muss halt die Leute mitnehmen, wie du es ja vorhin auch bei der Begrüßung kurz erwähnt hast, dass man den Leuten zeigt, steigt mal ein, dreht mal eine Runde, weil viele haben Ängste, oh, Distanz, und dann bleibe ich liegen, was mache ich dann? Und wenn die dann feststellen, ist es gar nicht so schlimm. Also ist gar kein Problem. Ich fahre eh nur nach Flensburg oder fahre zurück oder fahre mal nach Niebel oder vielleicht mal nach Kiel oder so. Und dann mit der Reichweite, das geht ja. Ja, das geht ja. Und ist ja auch gar nicht, ist ja ein normales Auto. Ja, ist ein normales Auto. Nur mit dem Komfort, dass es nicht stinkt. Ja. Ja, ist auch schön. Und dass man nicht schalten muss. Ne? Ja. Also ich muss eigentlich keinen fahren lernen im Auto. Ich muss die Regeln können. Das sage ich auch immer. Also das ist der Vorteil wirklich beim E-Auto ist, ich meine, es gibt, du bezahlst, wenn du einen Führerschein machst, dann bezahlst du dafür, dass der Fahrlehrer beibringt, wie du Auto fährst. Das heißt, wie du kuppelst, wie du anfährst und so weiter. Das fällt alles weg. Einsteigen. Kinderleichtes Fahren. Gas geben. Autoscooter für Erwachsene. Ja, für Jung und Alt. Also vielen Dank für das kurze Interview hier. Und ich denke, wir werden uns auch in Zukunft nochmal hier auf dem Kanal sehen. Sehr gerne. Ja. Also echt mega cool, was die hier machen. Was hier einfach passiert auf dem Land. Es gibt so, so viel zu zeigen. Und das inspiriert mich. So ein Tag wie heute, da gehe ich richtig energiegeladen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da nehme ich sehr viel Energie mit und tolle Gespräche, tolle Menschen, richtige Macher hier. Und ja, also da wird so viel noch kommen auf diesem Kanal. Wir wollen hier richtig was anstoßen gemeinsam. Okay. Ich habe hier jetzt kurz nochmal geladen. Es war heute ein super, super cooles Event. Und ja, so kann es weitergehen. Wir sind alle auf einem richtig guten Weg. Und das zeige ich hier. Dementsprechend abonniere gerne den Kanal, da freue ich mich riesig drüber, teile auch das Video, falls du meinst, da hat einer in deinem Bekanntenkreis einen Mehrwert von. Und ja, seid nicht geizig mit den Daumen, seid ihr nicht, aber ich sage es nochmal trotzdem, Daumen hoch, damit unterstützt ihr mich. Das ist der Applaus für YouTuber und nichts ist ja ernüchternder, als sich wirklich Mühe zu geben mit einem Video und wirklich viel zu tun, das dann nicht wirklich honoriert wird in Form von Aufrufen und Likes. Deswegen vielen Dank schon mal im Vorhinein. Und ja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt elektrisch fahren. Macht's gut, euer Bandik. Ciao.